So, herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, meine Freunde. Ich befinde mich gerade hier bei Fan Street Canalization. Da wollte ich schon bei der, glaube vorletzten Folge rein. Das hat mich so gereizt, aber dann bin ich doch nach Diamond City gegangen. Aber bevor wir jetzt wieder zurück nach Diamond City gehen, werde ich erstmal hier reingehen und dann nach Hardware Town. Seit meiner letzten Folge ist jetzt nicht viel passiert. Ich habe mich nur, meine Waffen sind alle fertig. Ich habe mein Scharfschützengewehr gewechselt, weil ich ja nicht mehr viel von der 50mm Munition gehabt habe. Ansonsten ist alles ganz normal. Ich bin vom Vault 114 zurückgereist nach Hause, habe mich nur entleert, habe meine Waffen gewechselt. Und dann bin ich sofort hierher gereist. So, und jetzt geht's. Ich bin sehr gespannt. Dogmeat hat einen Gegner entdeckt. Habe ich wieder jemanden übersehen? Ist mir wurscht. Ist mir jetzt sowas von knödeldröht. Ich will da rein. Da weiß ich nämlich nicht, was mich erwartet. Und das ist es gerade, was mich jetzt momentan sehr, sehr reizt. Neue Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Also, schauen wir mal, was mich hier unten erwartet. Auf jeden Fall ein Holoband. Das hören wir uns mal an. Hier sind wir also, Detective. Wenn Sie meine Anweisungen befolgt haben, sind Sie allein. Wenn nicht, tja, dann bin ich bereits weg. Also hoffe ich, dass Sie allein sind. Nun, kommen Sie doch herein. Ich habe mein Werk hier unten aufgebaut und ich möchte gern, dass Sie es sehen. Okay. Also die kann ich jetzt nicht bewegen, okay. Na, mal sehen, was mich hier unten erwartet. Also hier ist schon mal ein Sitzender mit einer Angel. Sehr interessant. Okay, also. Ghule sind. Hier ist ein Radio. Das müssen wir gleich ausschalten. Okay. Warum sind hier Kreide? Warum sind hier X dran gemalt? Ist auf jeden Fall, da ist ihr Dogbeat. Dogbeat hat ihm schon den Arm abgebissen. Ohne dass irgendwas gewesen ist. Sehr interessant. Aha. Schauen wir mal weiter. Hier ist auf jeden Fall irgendwas, was nicht ganz koscher ist. Aha. Okay. Wo ist das zweite? Habe ich das übersehen? Müssen wir nochmal zurück. Wie gesagt, ich. Aber da war nichts. Ich habe mich doch genau umgeschaut. Also vielleicht da oben.
Okay. Nee, aber da komme ich definitiv, da kann ich nicht hochspringen, das weiß ich. Das klappt definitiv nicht. Nö. Ein XL. Okay, das habe ich schon übersehen. Nee, sonst ist da nichts. Okay. Also da kommt, weiß ich, dass ich da definitiv nicht hochspringen kann. Können wir uns noch mal genau umschauen. Nö, ich sehe hier definitiv kein Zoloband. Und auch nichts, was dem... Wie gesagt, ich war hier noch nie. Ich müsste halt erstmal alles rausfinden. Na egal, jetzt gehen wir mal weiter. Und hören uns das Holoband Nummer 3 an. Ich möchte, dass Sie Ihre Umgebung zu schätzen wissen, Detective. Nur an einem Ort wie diesem kann ich selbst sein. Das Leben dort oben ist so mühsam. Jeden Tag lächelt man Leute an, die einem völlig egal sind, weil man das eben so macht. Hier unten habe ich die Freiheit, wirklich zu leben. Ich freue mich, das heute mit Ihnen teilen zu dürfen. Ja, weil... Okay. So, hier werde ich jetzt gerade richtig geil verstrahlt. Hier ist schon wieder Musik irgendwo. Was hat das eigentlich mit diesen ganzen Rohren auf sich? Hier ist nochmal eine Kreide. Bin gerade etwas überfragt. Schreibt es doch in die Kommentare. Vielleicht wisst ihr, was hier los ist. Vielleicht kennt ihr das ja. Weil gerade eben irgendwas, da muss ich jetzt, da werde ich mich wahrscheinlich erstmal schlau machen müssen, was es mit diesen Fenstern da auf sich hat. Sei denn, ich krieg's jetzt hier alles raus, aber irgendwas, wenn ich mal weitergehe. Ich sag, vielleicht findet sich ja hier was.
Ja. Den werde ich garantiert nicht aktivieren. Ich hasse diese Dinger. Aha, da ist die Nummer 2. Okay, dann passt es. Dann bin ich schon mal richtig. Ich bin so aufgeregt wegen unseres Treffens, Detective. Wissen Sie, ich glaube, ich wollte immer nur, dass mich mal jemand kennt. Und ehrlich gesagt wüsste ich niemanden, der mich so gut kennt wie Sie. Sie sind fasziniert von mir. Und ich bin fasziniert von Ihnen. Das erfüllt mich mit Demut, Detective. Okay. Okay, jetzt bin ich gerade etwas angefixt. Was will der Idiot? Das muss anscheinend ein Mörder gewesen sein, der irgendwelche... Nee, da ist hier sonst eher nichts. Munition habe ich. Jetzt tun wir mal die Waffe weg. Okay, geht auf jeden Fall weiter. Und hier ist noch ein X. Also anscheinend führt mich das X auf den richtigen Weg. Keine Ahnung worauf. Bin gerade etwas überfragt. Okay, aber das heißt ja noch lang nichts. So, hier hinten ist dann eher nichts. Okay. So, also geht's hier weiter. Einen Wert, den muss ich entsperren. Geschafft. So, was haben wir jetzt hier? Wie gesagt, was es mit diesen Rohren da auf sich hat? Ein Bergbauhelm, Schnapsglas und ein Wodka. Aha. Noch einmal eine Kreide und schon wieder eine Leiche. Okay, hier bin ich auf jeden Fall auch. Keine Ahnung wo. Ah ja, da. So, das war der. Sehr geehrter Detektiv. Okay, da geht's jetzt weiter. Ich bin richtig gespannt, was das ist. Wehtun, Detektiv. Ich will Ihnen nicht wehtun, aber gut, ich weiß, dass das, was Sie gesagt haben, nicht gemeint war. Das spielt nun alles keine Rolle mehr. Jetzt, da Sie hier bei mir sind. Und das wir haben alle Zeit der Welt, einander kennenzulernen. Offensichtlich ist der Knall verrückt. Ah ja,
Ich habe ein neues Comic-Magazin. Geil. Oh. Ein Leuchtender. Doc, bitte erholst dich schon. So, jetzt kann ich den Leuchtenden mal mitnehmen. Also, da ist auf jeden Fall auch schon wieder ein X. So. Ah ja, wie gesagt, ich wollte euch noch sagen, ich habe ja ein neues Comic-Magazin, absolut genial. Macht meine... das ist ein Comic-Magazin, was mir zum Schlossknacken hilft. Und da ich ja ab und zu mal ein paar Schwierigkeiten habe, das richtig zu machen, ist das absolut geil. So, jetzt schauen wir mal, was mich jetzt noch erwartet. Ein Leuchtender war natürlich wieder absolut überflüssig. Okay. Aha. Naja. Gehen wir mal weiter. Aber ich glaube... Warte mal. Ah ja, dann, ich weiß, wo ich war, wo ich da bin. Jetzt weiß ich genau, wo ich war. Aber hier ist da auch noch ein Ort, wo ich hin muss. Aber da komme ich nicht hin. Mal sehen, wo mich dieser Weg entlang führt. Okay. Anscheinend nur ein Rundgang. Das war's dann schon. Ich dachte, jetzt kommt noch irgendwie was Großartiges zum Erklären. Anscheinend war der mein Hauptgegner da, dieser Leuchtende. Hier sind nochmal 2x, aber das war's dann auch. Nö, hier bewegt sich nichts. Auch die Rohre lassen sich nichts machen. Keine Ahnung. Irgendwo eine Erklärung habe ich jetzt auch nicht gefunden. Da ist der gute Doc mit wieder. Nö, darüber geht's auch nicht. Ich sehe hier auch keine Stromzufuhr, also nichts, was ich irgendwie unterbrechen kann. Jetzt bin ich gerade etwas überfragt. Der Leuchtende war zwar sehr interessant, hat zwar
aber eigentlich war der total sinnlos. Okay. Ich werde mich nochmal informieren, was das Ganze auf sich hat. So. In diesem Zusammenhang werde ich jetzt natürlich das Spiel verlassen und mich auf den Weg nach Hardware Town begeben. Hardware Town ist natürlich dann, da bekomme ich meine Farbe, die ich brauche, für die Wand. Und mit der, dann kann ich wenigstens diese Mission schon mal abschließen. Und das mache ich jetzt schnell als nächstes. Genau. So. Wie gesagt, weil da in Hardware Town ist es ja auch etwas interessanter. So, auf geht's. Und währenddessen werde ich mich dann auch ein bisschen informieren, was es mit der ganzen... Gibt verschiedene Läden in der Stadt, falls du was brauchst oder loswerden willst. Was es mit dieser ganzen Geschichte, mit diesen The Fans auf sich hat. Ich glaub nicht, dass ich vor der Mauer Dienst schieben muss. Da mag mich wohl jemand nicht. Ich habe so viele Arten von Zerstörung im Angebot. Cricket, ha, die gute Cricket. Stehst du schmelzende Gesichter? Dann bin ich dein Mädchen. Was für Sachen hast du denn? Wenn es Bleiladen spannen und ausspucken kann, verkaufe ich es. Ich habe aber auch Messer und Knüppel für die irren Nahkämpfer. Aber der heiße Tod fliegt schneller als der Schall. Ach, meine Knie werden ganz weich, wenn ich nur daran denke. Dann lass mal sehen, was du so hast. Stell dir vor, wie gut sich eine davon in deiner Hand anfühlt. Ja, auf gut Glück, Knarre. Aha. Die, oh, okay. Die Kugeln explodieren beim Aufschlag und richten Flächenschaden an. Sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Braucht 45er, genauso wie Dings. Moment. Moment. Wie mein Kampfgewehr macht Schaden von vornherein von 31. Ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ganz ehrlich. So, aber egal. Das war Cricket und wir machen uns auf jeden Fall jetzt auf den Weg nach Hardware Town. Dazu werden wir jetzt erstmal diese Mission. Ja, ist ja gut. Ich komme ja schon zur Hilfe. So. Hardware Town. Auf geht's. Neue Mission. Halt. Nochmal. Ja, was ist jetzt? Ich will hier rein. Jetzt hat sich's geöffnet. Jetzt kann ich hier rein. Hier hinten. Schnell. So. Wir wissen ja was hier. Hey, du solltest sie doch durch den Keller reinbringen. Mund halten. Sie kommen jetzt. Ich habe total was vergessen. Ich brauche mein... Ich habe zu viel Runaway gehabt. Brauche ein Runaway. Ich habe zu viel... Und hier ist Raider Abschaum. Die Siedlerin, die uns in die Irre geführt hat. Kriegst gleich nochmal die Kugel ab. Ich werde gerade erst warten.
anständig zielen, du Anfänger. Wie war das? Lass mich los! Wie war das? Anständig zielen? Anständig zielen? Ja, das musst du gerade erst noch lernen. So. Also, hier ist die Farbe. So, jetzt haben wir auch eine... Scheiße, das wollte ich nicht. So. Hier muss ich sowieso wieder zurückkehren. So. Und jetzt hier hin. Okay, brauchen wir nicht. Auf geht's, weiter. So, und jetzt kann ich mich hier in aller Ruhe umschauen, weil es gibt, glaube ich, so viel ich weiß, wieso keine Gegner mehr. Das waren sie schon alle. Ja, mit Level 31 kommst du eigentlich relativ weit. Ja, und das sind die ganzen Opfer, die diese Raiderin gesucht hat und ja, hierher gelockt hat. Es gibt schon kranke Typen. Naja, egal. Die werden jetzt erstmal eine ganze Weile nicht mehr ihr Unwesen treiben. So, ich gehe jetzt erstmal hier rein. Und jetzt wird erstmal kräftig alles. Jetzt wird erstmal hier ganz kräftig abgesahnt, was hier noch alles da ist. Schauen wir uns mal schön um. Oh, hier gibt es noch einen Kronkorkenvorrat, den kann ich auch noch brauchen. Munitionskern, Fusionskern, Stange, Zigaretten. Also bis jetzt hat sich echt hier echt gelohnt. Deswegen Daumen hoch auf jeden Fall hier für Hardware Town. So, runter. Okay, hier muss ich noch hin. Kronkorken. Ah, stopp, da war doch was. Ah ja, genau. Hier ist dann nichts mehr. Und hier ist nur der Idiot, der versucht hat, mich noch aufzuhalten. Okay, gehen wir weiter hier. Jetzt können wir hier alles wunderbar mitnehmen. Das machen wir dann im nächsten Atemzug. Ich will erstmal hier alles komplett mitnehmen. Ja, das war ja auch mein Hauptziel, dass ich hier in Hardware Town noch schnell lande, weil hier gibt es so viel Zeug und das können wir ja alles wunderbar gebrauchen. Halt, was ist mit der Notiz? Kann ich die lesen? Kann ich dich lesen? Nö, kann ich nicht. Schade. Sehr, sehr schade. Ist hier unten nur eine Tasse. Okay. Moment, dieses verbrannte Wirtschaftsmagazin, das kann ich auch gebrauchen. Perfekt. So gefällt mir das. So, haben wir hier irgendwas? Hier hinten? Nö, schaut nicht danach aus. Schade, das ist schade. Das ist sogar mehr als schade. Okay. Boah. Okay. Bin ich wieder überladen? Doch.
Doc Pitt, du musst leider einen Teil nehmen. Ich bin wieder vollkommen überladen. Hey. Ja, aber nicht viel. Nicht schlimm. Da war ich schon mal... Aber das ist natürlich auch eine 50 mm. Das ist auf jeden Fall auch eine Überlegung wert. Aber wie gesagt, das ist auch eine 50 mm. Die habe ich ja schon. Trotzdem ist das eine Überlegung wert. Trotzdem kriegt sie erstmal Dog Meat. What the... Was bitten du für schöne Ding? Dich lasse ich mal, dich behalte ich mal im Auge. Den Baseballschläger kriegst du auch. Okay, Doc mit kann ich mehr tragen, das ist in Ordnung. So, wo ist habe ich mich? Jetzt muss ich mich erst orientieren. Nicht, dass ich mich wieder da blind legst durch die Gegend. Rausche ohne Sinn und Ziel. Hab wieder was vergessen. Hab da oben liegt was, aber die kommen wir sowieso wieder dahin. Was mache ich denn eigentlich für einen Schrott gerade eben? Ich muss ja hier entlang. Direkt zum Ausgang, aber noch nicht rausgehen. So, okay. Das sollte es gewesen sein. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber ich habe hier natürlich wieder ein leeres Plastik vergessen und einen Ölkanister. Okay. Ah, ein Einkaufskorb. Dann können wir uns jetzt hier mal noch ein bisschen umschauen. Okay. So. Cool. Nö, hier gibt's dann eher nichts. Was bist denn du? Wo gehst denn du hin? Zu Fans? Nein. Da will ich nicht lang. Aha. Wo führst denn du mich hin? Ei. Macht überhaupt nichts. So, in diesem Bereich gehen wir einen Schritt zurück. Nein. Noch einen Schritt. Nein. Aha. Auf jeden Fall in dem ganz links außen. Noch ein Stück runter. Nein, noch ein Stück runter. Jetzt haben wir es. Schön. Okay, das können wir so mitnehmen, das können wir so mitnehmen, das passt alles. Alt, du bist... Naja, nichts Gescheites. Okay. Hardware Town Storage Key. Ein Picket Fences. Hightech Beleuchtung in den Siedlungswerkstätten. Cool. Ah, ich liebe diese Lampen. Die sind echt geil. So. Ups. Nicht hier runterfallen. Da habe ich jetzt definitiv... Also Hardware Town hat sich jetzt definitiv für mich komplett gelohnt. Hab sogar jetzt noch ein Comic-Magazin gefunden. Ich wusste gar nicht mehr, dass es existierte. Ja, gesagt, ich weiß so vieles nicht mehr, was hier alles passiert ist. Was hier Sachen existieren. Und den Tischventilator sollte ich erst recht mitnehmen. Das kann es ja wohl nicht sein. Dass ich es vergesse.
Ah ja, dann weiß ich wieder, wo ich jetzt hier bin. Der Weg hat mich auf jeden Fall hierhin geführt. Sehr gut. Okay. So, hier war ich schon drin. Jetzt muss ich nur noch nach unten. Jetzt will ich den Weg unten nach. Und zwar war ich ja gerade oben. Jetzt gehe ich mal komplett nach unten. Jo, das war's. Sehr gut. Hardware Town, bin ich durch. Wunderbar. Perfekt. Richtig perfekt. Weil hier war jetzt das letzte. Hier geht's wieder hoch. Genau, hier bin ich auf jeden Fall wieder richtig. Da war ich ja schon überall. Perfekt, dann bin ich genau an der richtigen Stelle. Auf geht's. Dann können wir jetzt... Ich habe die Munition hier vergessen und gleich nochmal 4 Fusionskerne abgegriffen. Eine kaputte Glühbirne. Ich kann doch den Kupfer nicht stehen lassen. Das geht nicht. Böser Kupfer. Ganz böser Kupfer. So. Jetzt bin ich natürlich wieder komplett überladen. Ob das so eine gute Idee ist? Dass ich jetzt nach Diamond City gehe? Weil... Das würde ja jetzt momentan relativ wenig bringen. Belege noch. Weil. Moment. Inventar. Ja, ich habe noch 80 offen. Oh, oh, oh. Nein! Wird das schon wieder Diamond City angegriffen? Nö, ich höre da nichts mehr. Na, wenn der so... Leute! Ja. Moment. Mal ein bisschen splatten. Moment. So, jetzt war mal... Oh, 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 keine gute Idee. Ich habe Munition nicht geladen. Und ich bin leer. Nein.
Ah, da oben. So, wo geht's jetzt hier lang? Ah, ja, hier lang. Nachladen. Schluck Wasser und auf geht's. Raider killen. Oh, ich sollte wieder runter. Ja, du doch auch. Du hältst ja verdammt viel auf. Jetzt nimmt die noch ein Stimpack. Was soll denn das? Das kann ich... Nehme ich auch noch ein Stimpack. Was du kannst, kann ich auch. So. Du erholst dich wieder, Dogmeat. Aber jetzt werde ich gleich wieder komplett überladen sein. Keine gute Idee, hierher zu gehen. Ja, wie ich gesagt habe, jetzt werde ich gleich wieder komplett überladen sein. Aber wenn hier so nette Raider drauf warten, gekillt zu werden... Sorry, kann ich nicht widerstehen. Aha, da ist doch nur ein Brahmin. Was willst du eigentlich? Was wollte sie eigentlich? Wie gesagt, wenn Raider da so schön brav warten und gekillt werden wollen, ich glaube, dann haben wir sowieso schon sie alle mitgenommen. Jo, genau. Na gut, Leute. Ja, hier liegen noch ein paar. Dann soll es für heute aber auch gewesen sein, weil so vollgeladen werde ich definitiv nicht nach Diamond City reingehen. Nee, nee, das mache ich definitiv nicht. Ich reise jetzt erstmal zurück nach Sanctuary. Weil das ist auf jeden Fall eigentlich die bessere Variante. Muss ich aber nur aufpassen, dass ich meine gelbe und meine grüne Farbe vor allem behalte. Grüne Farbe, ganz wichtig. Weil nur mit der kann ich dann die Mission richtig ausfüllen. Blau oder gelb ist nur was für mich. Weil da kann ich vielleicht eventuell ein weiteres Haus bauen mit gelb. Weil diese Mod, die ich da, wo ich mein Haus gebaut habe, nutzt dafür. Aber ich werde es jetzt auch so machen. Sorry Leute, aber ich tue nebenbei was essen. Ich habe heute noch gar nichts Richtiges gegessen. So, meine Freunde. Ich werde jetzt an dieser Stelle das Video beenden. Denn was jetzt kommt, ist altbekannt. Aber das braucht ihr nicht alles mitzukriegen. Weil es ist langweilig. Wie gesagt, ich werde jetzt an dieser Stelle das Video beenden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, ein Abo und die Glocke aktivieren, wäre natürlich super klasse. Ich wünsche allen einen schönen Tag und ich darf euch hoffentlich in einem neuen Video begrüßen. Ciao, Servus und bis zum nächsten Video.